Es ist Zeit für einen weiteren neuen Spieletest, weil ein neuer Titel wurde hinzugefügt und wir haben jetzt hier da oben zu sehen: The Legend of Zelda Majora's Mask, die PAL-Version und gleichzeitig die Collector's Edition. Wow, okay, da bin ich mal gespannt darauf. Und wenn ihr übrigens diese Version hier nicht habt, rate ich euch an, schon in die Einstellung zu gehen und da auf nordamerikanische und europäische Version zu wechseln, weil so schaltet ihr auch die PAL-Version, also die europäische Nintendo 64-Version hier frei. Also könnt ihr auch spielen. Deutsche Texte? Tja, Input-Lag? Tja, wir werden das herausfinden oder antworten. Ich werde das Ganze für dich hier jetzt testen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir ein bisschen auf YouTube weiterhelfen würdest und dem Video schon einen Daumen nach oben vergeben würdest oder abonniere kostenlos, Glocke zu oberst einschalten, dann verpasst du die neuen Videos von mir nicht. Ich werde weiterhin auf meinem YouTube-Kanal Nintendo Content bringen, also mach dich schon auf was Cooles gespannt, was sich noch in diesem Jahr alles erwarten wird. So beginnt das ganze Spiel. Ich muss sagen, auf meinen 64 habe ich nur Ocarina of Time gespielt. Diesen Titel, der ist mir irgendwie, also ein bisschen untergangen, ne? Das ist so ein bisschen das Intro hier, ne? Der Klassiker hier, richtig nice, ja. Also ich habe ja auch schon Vergleichsvideo, habe ich auch schon gezeigt, dass so ein bisschen so die Texturen und so alles ein bisschen hochskaliert wurde auf 720p, glaube ich. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ganze auch ein bisschen in-game aussehen wird. So, drücke Start hier. Also schon auf Deutsch hier. Okay, ich muss es hier nochmal auswählen. Wähle eine Sprache. So, Datei wählen und hier kann ich ja einen Namen eingeben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Intro jetzt gehen wird, weil wie schon gesagt, das ist auch der First Look von meiner Seite. Oh, man hat ja gar nicht hier so viel Platz hier zum Schreiben. Okay, nichtsdestotrotz, für das reicht es ja. Bitte warten. Okay. Masken 0, okay. Mal schauen. Das Coole ist halt jetzt, wie schon gesagt, bei dieser Version hat man die Möglichkeit, die ganze Zeit zu speichern. Wisst ihr, man kann ja auch hier, glaube ich, muss man schauen, Minus. Ja, genau, man kann Minus drücken und kann einfach hier einen Speicherpunkt erstellen. Das finde ich mega cool. Und mehrere sogar. Die Legende erzählt eines Jungen. Und wie schon gesagt, ich schaue mir jetzt hier mal die PAL-Version an. Und dann nachher später, also nachher mache ich so einen Switch, so nach 10 Minuten oder so, gucke ich dann nachher mal am besten die amerikanische Version an. Ich glaube, das überspringen wir mal schnell hier. Das ist ein bisschen das Intro hier auch zu sehen. Also sieht eigentlich schon noch cool aus, ja. Und wie schon gesagt, ich spiele hier jetzt auf der Nintendo Switch. Das erkennt man oben auch an meinem Mi. Und ja, mit Erweiterungspaket, also die normale Mitgliedschaft plus noch eine zusätzliche Mitgliedschaft für Nintendo 64 Online. Oh. Also Nebel haben wir hier zu sehen. Es gab ja auch schon also gewisse Sachen, die in der Vorgängerversion bei Ocarina of Time passiert ist. Das jetzt aber bei diesem Shadow Link oder Dark Link gab es ja auch zum Beispiel kein Nebel oder so. Hehe, da war gut, Chefin. Okay, ich frage mich, ob ihr wohl etwas von Wert bei sich trägt. Huch, dieser Kerl, ich kenne ihn. Okay, wie schon gesagt, das nennt mich Steuerung jetzt, gell, der Wunder. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, mal am besten was zu bewegen hier. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt hier gerade so bewege, dann fällt mir erstens mal was auf, aber das werde ich euch gleich dann zeigen, weil ich weiß gerade nicht, was ich jetzt machen muss. Ah, ist noch cool, jetzt habe ich mal hier am Anfang auch ein Schwert. Okay. Die Kamera kann man hier mit dem rechten Stick hier nicht verändern. Die muss man da immer am besten nach hinten zentrieren. Hä? Ich weiß jetzt auch nicht gerade, wo ich jetzt hingehen muss, aber das werden wir da sicherlich noch herausfinden. Okay. Wahrscheinlich muss ich da vorne irgendwo hin.
So, mal schauen. Wie schon gesagt, an den Anfang oder so kann ich mich hier da irgendwie eigentlich gar nicht erinnern, weil ich es halt gar nicht gespielt habe, das Spiel hier. Aber ich finde eigentlich so ein bisschen, so wie das gerade hier so aussieht, sieht richtig eigentlich noch cool aus, Sir. Also im Vergleich zu N64 irgendwie merkt man da schon, dass das sich ein bisschen was mit der Grafik ein bisschen leicht gemacht hat. Also das ist nicht so richtig krass, wisst ihr, so, ja, so verschwommen im aussieht. Okay, ist richtig spannend hier. Ist alles noch so ein bisschen so düster hier gerade, auch der Start. Da vorne. Jetzt wird es ein bisschen heller hier. Was ist los mit deinem dämlichen Esel? Los, er gehorcht keinem meiner Befehle. Der arme Link hier. Richtig durcheinander hier durch den Wind. So. Das ist eine Illusion hier. Also ich finde, es sieht mega gut irgendwie aus. Das hier natürlich wirkt extra so ein bisschen so verträumt. Waren Vorstellungen eher. Oh mein Gott. Albträume. Okay. Nee, also ich finde, es sieht relativ sehr gut aus im Fall, hä? Muss ich sagen, also wer das Original hier wirklich mal spielen möchte, ein bisschen so aufpolierter Grafik, der freut sich sicherlich auch darüber. Oh nein, was ist mit Link passiert? Jetzt geht der andere da irgendwie zurück, ne? Schwester! Yeah. Was ist dir los? Ja, sie ist auf der anderen Seite. Hey, hallo Kate, wart auf mich, ich bin noch hier. Toll, du kannst doch ohne mich nicht fort. Jö, die Arme. Hey du, wenn du nicht wärst, wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Und dann sitze ich hier nicht rum, Deko Junge, tu etwas. Schaust du mich so an, habe ich was im Gesicht, hör auf mich anzuschauen. Okay, öffne die Tür. Ja, jetzt beginnen hier schon die Puzzles. Auch die Schrift ist relativ gut zu lesen, finde ich jetzt mal für so N64-Verhältnisse. Okay. Ja, kämpfen, jetzt kann ich nicht mal mein Schwert oder so benutzen, weil ich hier so ein bisschen so verzaubert wurde. Aber ich muss sagen, so ein bisschen so Gameplay und so ist relativ gut. Also es reagiert sehr gut im Fall. Auch wenn ich die Knöpfe drücke und so, da habe ich kein Problem. Vielleicht hat Nintendo ein richtig krasses Update hier noch gemacht. Für das Spiel oder halt für die kommenden N64-Titel. Das ist schon heftig irgendwie. Also es spielt sich irgendwie besser als... es spielt sich irgendwie besser als Ocarina of Time. Ich weiß auch nicht. Das ist gerade so mein erster Gedanke. So. Da haben wir so eine Blume. Und die flattert mich. Keine Ahnung, irgendwie muss ich ja die Tür öffnen, aber ich weiß es gerade selber nicht. Da in der Mitte ist auch noch irgendwas los. Herab hier, okay. Okay, da musste man anscheinend noch zur Tür laufen. Aber ich finde es irgendwie krass. Ich weiß nicht warum, aber es sieht relativ sehr, sehr gut aus hier. Ich bin ein bisschen überrascht gerade. Auch im Vergleich zu Dings, wo ich auch schon getestet habe. Paper Mario. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, finde ich jetzt mal. Spielerisch und so, wie schon gesagt, Steuerung. Kann ich euch auch noch was dazu sagen. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wegen den Dings, wegen den Knöpfen.
Aber ich werde das mal ausprobieren gleich. Jetzt habe ich zwar kein Schwert oder so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die A-Taste drücke für Kämpfen. Seht ihr? Also es reagiert. Einfach so nebenbei. Und Laufen funktioniert eigentlich auch ohne Probleme. Auch ZL zum Beispiel. Mit ZL nehme ich die Kamera hier nach hinten. Also ich finde, es läuft irgendwie, gefällt mir irgendwie, das Gameplay gefällt mir hier besser als bei Ocarina of Time. Weil ich habe ja Ocarina of Time, habe ich hier auch getestet und ich weiß nicht, kommt mir besser vor. Es könnte vielleicht sein, dass jetzt denn die amerikanische Version vielleicht noch ein Ticken besser laufen würde. Das heißt, wir werden mal in der amerikanischen Version hier dann gleichzeitig noch weitermachen. So beginnt hier am besten die amerikanische Version. Die sogenannte Endtester-Version, hier auch wieder. Die amerikanische Version, wo ich jetzt da gerade spiele, sieht ja natürlich nicht viel anders aus und so. Da ist alles eigentlich gleich geblieben. Aber ich muss sagen, es läuft schneller. Es läuft schneller. Es läuft schneller. Es war ja eigentlich auch früher eigentlich auch so, dass die PAL-Version immer ein bisschen langsamer lief auf den europäischen Nintendo 64 Konsolen und dass die amerikanische Version auch immer ein Tick schneller war. Also merkt man das hier eigentlich auch ziemlich. Ja. Und viel sogar noch ein bisschen schneller als bei Dings, wie soll ich sagen, bei Zelda Ocarina of Time. Es läuft sogar noch besser, das merke ich hier. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch drücke zum Schlagen, ja, mit dem Schwert hier. Reagiert sehr gut. Boah. Also das läuft sogar noch eine Spur besser. Okay. Ist krass. Also ich finde es sehr gut, also finde ich gut. Also die PAL-Version, wo ich vorher getestet habe, die deutsche Version, ist auch nicht schlecht. Aber hier die Version hier, da merkt man das Ganze natürlich umso sogar noch mehr natürlich. Das ist echt cool. Ich gehe mal noch schon an den Punkt, wo ich vorhin war. Ach ja, wenn das Update bei dir nicht erscheint oder du Probleme hast, dann drücke einfach hier die Taste Plus. Und dann gehst du auf Software Update und machst über das Internet. Und dann wird das sicherlich bei dir auch erscheinen. Dann hast du oben Version 2.0. Boah, und ich muss auch sagen, der Dings da hier, diese Deku hier, der bewegt sich auch mega gut, wenn ich jetzt da reingehe. Ja. Boah, also es reagiert mega gut. Also ich weiß nicht, ob Nintendo hier mit diesem 2.0 Update auch Zelda Ocarina geupdatet hat. Falls ja, schaut dort mal nach, ob sich dort vielleicht irgendwie ein bisschen was mit der Performance irgendwie verbessert hat, also mit der Leistung. Weil es sieht schon fast so aus. So, jetzt sind wir eigentlich auch an der Stelle, wo ich da stehen geblieben bin. Nur bin ich jetzt hier in der amerikanischen Version. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel auf Amerikanisch spielen wird, also auf Englisch. Oder spielt ihr eher mehr die deutsche Version? Boah, das war knapp hier. Also ich würde wahrscheinlich eher die deutsche Version spielen, weil so schlimm ist das im Gegensatz zur amerikanischen Version eigentlich nicht. Aber man merkt schon den Unterschied. Aber es macht schon ziemlich Fun, wenn das so schön da so flüssig läuft. Und wenn man da so merkt, oh, dass die Grafik hier so schön auch aussieht, dann wieso nicht? Müsste ich da oben hinten irgendwie durch? Also man merkt, dass ich spiele das Spiel hier zum ersten Mal. Ich glaube, man muss da oben irgendwie durch, ne? So. Ja, so nicht. Ja, ah, cool, da kann man so Deko-Kerne da abfeuern. Ich glaube, von hier muss ich noch rüber, oder? Ich hoffe so, dass hier links ist auch noch was. Boah, ist so viele Sachen hier noch zum Angucken, ne? Da hinten hat es auch noch einen Weg. Oh, der fällt nach einer gewissen Zeit runter hier. Und hier wird mir auch noch gesagt, dass ich hier was anvisieren kann. Hier, okay.
Okay. Ist die Hilfe hier, dass man mit Z anvisieren kann? Okay, ich gehe mal noch weiter. Das ist schon mega cool irgendwie gemacht. Ich bin so ein großer Fan von Zelda-Spielen. Bei dem Spiel haben halt einige halt so am besten so das... Ja, diese Dings da zu bemängeln, dieser... Ich weiß nicht, wie das heißt, also diese Zeit, wo es da gibt in diesem Spiel. Das meinte ich da mit diesen 72 Stunden oder so, erster Tag, wo er beginnt. Ah, die Musik hier. Das ist so schön hier. Das ist echt cool. So, und da sind wir anscheinend hier so ein kleines Dörfchen hier. Aber es sieht richtig nice aus, muss ich schon mal wieder sagen hier. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist richtig cool anstelle auf dem N64 hier das auf der Switch zu zocken. Und ich meine, kann man ja überall, wo man gerne möchte und so. Richtig nice hier. Ich weiß nicht, wer von euch Majora's Mask gespielt hat. Kann sie mir auch mal in die Kommentare schreiben. Werdet ihr sie ja auch auf der Switch mal anspielen oder komplett durchspielen? Lasst es mich mal wissen. Ich würde mal sagen, von meiner Seite sind wir hier auch mit dem Test hier zu Ende. Und da unten läuft ja auch so eine Art, so wie so eine Sanduhr. Aber es ist wirklich cool, hey. Gefällt mir gut und irgendwie auch mit der Steuerung und so. Alles richtig supi, würde ich mal sagen. Ich glaube, die haben da sicherlich irgendwas noch gemacht, denke ich jetzt mal. Gut, das wär's gewesen von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.